Der Kinderumzug steht für eine langjährige Tradition. Seit über 150 Jahren gibt es den Kinderumzug. Und er ist ein fester Bestandteil des Sechseleuten-Wochenende und damit von einem der grössten Feste in der Stadt Zürich. Am Kinderumzug können alle Kinder zwischen 5 und 15 teilnehmen. Ganz speziell zu betonen ist, dass der allen Kindern offen steht, nicht nur das fünfte Kind, sondern allen Kindern aus dem Kanton Zürich und Umgebung. Und damit alle mitmachen können, gibt es auch für jedes Kind und Jugendlichen ein Kostüm. Wir haben Kostüme aus dem Mittelalter über Rokoko, Biedermeier, Trachten bis ins Belle Époque. Und am Kinderumzug laufen nachher alle in der historischen Reihe vor. Die Herausforderung ist eigentlich, wenn ein Kind mit einem Kostümwunsch kommt, wo wir einfach die Grösse nicht mehr haben, wo wir diesen Wunsch nicht mehr erfüllen können, dass wir aus denen, die wir noch haben, ein passendes finden, damit es am Schluss glücklich rausgeht. Aber nicht nur die Kostüme brauchen spezielle Vorbereitung. Bei den Wegen ist es so, dass wir Techniken unterhalten müssen, die 200-jährig und älter sind. Und bei den Rossen ist es so, dass die Rosse trainiert sein oder bereit sein, um die Wege, die zum Teil Eisenreifen haben, den Lärm aushalten. Und das sowohl im Straßenverkehr wie auch am Umzug. Die Wagen werden schon einen Tag vor dem Kinderumzug in die Stadt gefahren, damit am Sonntag dann alles bereit ist. Neben der ganzen Vorbereitung der historischen Kostüme und Fahrzeuge ist natürlich eine der größten Aufgaben die Betreuung der Kinder. Der Käfer ist ein Umzugsbegleiter und er betreut im Umzug die heute rund 3000 Kinder. Das sind grundsätzlich Leute, die aus den Zäufters rekrutiert werden. Das sind Zäufterstöchter und Zäufterssöhne. Das Schönste am Kinderumzug ist die lachenden Kinder, die man hier immer sieht. Das hat sehr zahlreich erscheinen. Das finde ich wirklich sehr lässig mit diesen Kostümen und es macht immer Spass. Die Herausforderung ist, dass alle Kinder am Anfang so nervös sind vom Umzug, dass alle Zelte rausrühren wollen und dann am Schluss gar keine mehr haben. Im Kinderumzug sind 16 Musikchors dabei. Eins bringt damit den Gastkanton mit, das ist immer eine Jugendmusik. Und dann haben wir 10 Jugendmusiken aus Zürich, aus der Region Zürich. Und dann haben wir noch 5 Zauftspiele, die da mitlaufen. Und das gibt total Schluss etwa 800 bis 850 Musikantinnen und Musikanten. Du kannst ins Niederdorf, an die Bahnhofstrasse und alles gefällt dir so. Doch der Renner bist die Ausflug. Und der Böck darf natürlich auch nicht fehlen. Er ist beim Kinderumzug schon dabei. Und wer auch immer dabei ist, ist die Gruppe Weltoffenes Zürich, die kulturelles Erbe aus aller Welt mitbringt. Am Ende des Umzuges kommen alle im Kongresshaus zusammen, wo es Verpflegung gibt und man sich kurz ausruhen kann. Bevor es zur vielleicht größten logistischen Herausforderung kommt, jedes Kind seinen Eltern zurückzugeben. Der Umzug war super. Wir haben nach dem Kongresshaus alle Kinder den Eltern wieder Retour geben. Und jetzt treffen wir uns hier zum Umzug mit allen Käfern. Wir gehen auf die Stadtpolizei, gehen dem Kommandant Danke sagen für den wunderbaren Umzug, dass er auch das ganze Personal gestellt hat und holen dann nachher ab fürs Käferfest. Das ist der Dank all die vielen Helfer am Kinderumzug und sie werden den ganzen Abend noch gut essen, festen, singen und tanzen. Der Kinderumzug ist für alle Beteiligten ein wunderschönes Erlebnis und er tut die ganze Stadt Zürich auf 6 Leute einstimmen. Doch der allerbeste Ausflug, der allerschönste Umzug, der unsere Schweiz kann bieten.
Kinder, Kindersechs Leute. Der allerbeste Ausflug, der allerschönste Umzug, der alles in der Welt kann bieten, ist Kindersechs Leute.